Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr, aber auch das wird mich nicht aufhalten. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Okay, ich darf jetzt also nichts weiter machen. Upsi. So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Was mache ich denn jetzt so? Ich kann nicht näher ran. Die Org. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Nochmal hoch. Irgendwie müssen wir uns doch vorbeischleichen können. Vielleicht sagt er uns jetzt was. Der Ort, genau. Den ganzen stinkenden Müllhaufen. Kaboom! Stört dich das etwa? Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, so... Ach ja, wie sie... Sagen... Hä? Ich geh na in. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Wenn überhaupt, erinnert sie an Kretes. Dann soll ich mich also gut damit einkleiden oder was? Seht her! Ich habe mir eine Fahne umgehängt und bin jetzt ein Lord. Idiot. Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fertig genug. Dich bekomme ich damit. Die Sardellen sind schon gewaschen. Ich kann die Seife riechen. Okay. Wenn etwas auf die 5... Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Vielleicht würde mir das wahrscheinlich... Upsi. So viel Klebefläche. Wie soll man sich... Wenn ich anfange, meinen Kram... Okay, ich habe eine Perücke und einen Umhang, aber irgendwas fehlt noch. Ich weiß bloß nicht, was. Oh, ein Schnörkel. Kaugummi? Ah. Tödliche Schusswaffe. Check. Mach ich ihn damit platt? Munition? Check. Feuer! Das ist okay, nicht Gold. Schade. Mein Fehler. Dann versuche ich mal die Wache da unten auszuschalten.
Hä? Ich kann nicht mehr die Ordnung. Wie habe ich das Ding dann? Wer gern zu Haus mit Stein. Was soll ich denn damit machen? Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Klites von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Wenn etwas auf die fünf. Vielleicht würde mir das wahrscheinlich. Vielleicht wahrscheinlich. Die Sardellen, ich kann die. Ich bevorzuge. Wenn etwas auf fünf. Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Sicher ist sicher. Jetzt habe ich eine Taschenlampe, die geht, aber. Hä? Was habe ich davon? Warum habe ich die. Ich hätte. Wo ist es denn dunkel? Da drinne? Die Frisur könnte man dort doch eintunken, oder? Jetzt habe ich eine fettige Frisur. Mit dem Mob würde die Flagge. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Was fehlt denn noch? Mal gucken, ich guck mir den nochmal an jetzt. Vielleicht liegt auch noch irgendwo was rum. Finger weg, verdammt! Das Gepäck, ich wette, natürlich, man weiß. Ich war noch nie so nah dran. Also es ist so wirklich nah eine Radstadt über den Wolken. Das ist mein Film. Was fehlt denn noch? Ich geh nein. Ich hab keine Idee. Ich geh nein. Das wird dann doch nur glitschig und eklig. Wie wohl das Kopfkissen von diesem Kletes aussieht. Upsi. Stimmt. Sie könnten etwas öliger sein. Om nom 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 nom. Ein Hut mit nicht. Dem Mob, aber da fehlt was noch. Denn dann? Das muss doch irgendwo hier rumliegen. Wenn ich schon nicht weiterkomme. Ah, nee, ich habe eine Idee. Ich kann doch nein, die Lampe anballern. Alle Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Okay, jetzt kann ich eigentlich vorbeigehen, ne?
Ich kann nicht also mehr. Also brauche ich doch die Verkleidung. Die würden mich sehen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Geht nein. Wie wohl das? Okay, dann habe ich jetzt etwas fünf absolut. Ah. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Die Stange ist lang genug, der aber ich Schnürke. Brauche etwas, um den Schirm zu mir herzuziehen. Und den können wir dann kombinieren? Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Cletus durchzugehen. Haha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Ja, die habe ich doch auch noch im Angebot. Nur noch die schleimige Frisur. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Das heißt, ich komme hier wieder nicht lang, oder was? Was ist denn das für ein Mist? Jetzt müsste ich vermutlich aussehen wie so ein Organon-Vertreter, aber wie? Cletus könnte echt einen Haken gebrauchen. Erst von rechts, dann von links und dann einen dann machen wir doch mal. Von unten. Schade. Das ist nicht mein Film. Die Verkleidung ist perfekt. Ölige Frise. Was findet Goal nur? Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz, Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? So, jetzt kommen wir doch hoffentlich endlich mal hier vorbei. Anprobieren.
Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich... Ich sollte vorsichtiger mit Goals Bewusstsein umgehen. Wer weiß, ob es vom Backup noch ein Backup gibt. Halt! Wer da? Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Gut, dann gehen wir mal zu Goal. Goal? Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. So, und da machen wir dann nächstes Mal weiter. Ich beende wieder diese Aufnahme. Also Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.